Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Random Genetics Challenge. Das habe ich schon mal gemacht, aber das Video fand ich persönlich nicht mehr entsprechend dem, was ich jetzt hier so habe. Deswegen mache ich das alles nochmal neu und ich denke, wir beginnen einfach mal direkt und benennen sie 1, 2, 3. Ja, das ist ja erstmal nicht wichtig so, ne? Ich denke, wir fangen einfach mal mit ihrem wunderschönen Gesicht an. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Irgendwie, warum hat sie jetzt Haare? Das macht gar keinen Sinn. 1, 2, 3. So. Weg damit. Ich muss überall dran. Ah. 1, 2, 3. Hatte ich das schon? Egal. 1, 2, 3. 1, 2. Man kann natürlich aus allem irgendwas machen. Alles ist hübsch. Ne? Ich denke, ihr wisst, was die Challenge ist. Man nimmt halt die Gene von diesem Sim. Und, ja, mit diesen Genen. Mit diesen Genen. kommt dann dadurch halt ein Sim heraus. Und den müssen wir dann so hübsch machen, wie es geht. Und ja. 1, 2, 3. Alles klar, das ist die Mutti. So sehe ich die. Dann der Körperbau machen wir. 1, 2, 3. Jetzt haben wir die Hautfarbe halt nicht geändert, deswegen schließe ich die Augen. Okay, sehr gut. Dann geben wir einfach 1, 2, 3 ein Outfit. Oh, süß. 1, 2, 3. Ein Look. Ein Look. 1, 2, 3. Das geht tatsächlich. Sie ist okay. Mir gefällt ihr Gesicht halt nicht so krass, aber wir werden sehen. Machen wir weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh Gott. Bitte keine roten Augen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alles klar. 1, 2, 3. Oh Gott. Er heißt übrigens 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, lol. Wie zufällig ist das denn, dass sie jetzt beide Bauer heißen? 1, 2, 3. Okay. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich werde es übrigens so machen, dass was als erstes angezeigt wird, ob Junge oder Mädchen, dass ich das mache, weil ich habe bisher noch keine Jungs gemacht, aber ich möchte auch keine Jungs machen. Also so von mir aus, weil ich halt bei Mädchen besser bin. Aber wenn jetzt ein Junge als erstes angezeigt wird, dann wird das auch ein Junge werden. Ein Kind! Ja. Es wird ein Mädchen, okay. Ein Teenager. Ja, aber Vulkana. 1, 2, 3. Okay, da machen wir sie mal erwachsen. Die gute Dame. Und ziehen sie aus. Schon okay, so vom Körper. Habe ich jetzt nicht das große Problem. Sie hat ein sehr markantes Gesicht. Aber ist interessant auf jeden Fall. Sie hat halt, also ihr Vater hat so rote Haare und die Mutter so blonde. Ich tendiere eher dazu, dass ich ihr blonde Haare letztendlich gebe. Sie heißt übrigens Nadine. Okay. Ich denke, wir geben ihr, was hat sie für Zähne? Wird das überhaupt vererbt? Hilfe! Nee, alles gut, okay. Aber dann erkennt man das nicht mehr, dass das so markant ist. Oh, nehmen wir den. Und wir geben ihr ein paar Lashes. Sehr gut. Okay, ich suche nach Haaren. Das wird eine Weile dauern. Bis gleich. Ich habe mich jetzt für diese Haare entschieden. Ich finde, die sind sehr süß. Und ich denke, das matcht auch ganz gut mit der Farbe so. Ja. Dann ihre Augenbrauen, denke ich, sind ganz okay.
Sie ist schon hübsch. Kann man nichts gegen sagen, finde ich. Vielleicht kann man ihr einen Hut geben. Nee, ist nicht so dabei, wo ich denke, ja. Need those. Ich fände es süß, wenn sie ein Steinchen bekommen würde, wie der hier. Das gefällt mir sehr gut. Ich denke, sie ist einfach der Typ dafür. Ich finde die Kreolen sehr schön. Ich denke, das kann sie auch ganz gut tragen. Ich finde es auch realistisch, dass es halt in den Haaren ist, theoretisch, weil das ist halt auch eine Sache, die passiert auch im echten Leben, wenn man längere Haare hat und die jetzt nicht gerade unbedingt nach hinten bindet. Habt ihr mal diese schöne Kette hier verpasst? Also diese hier von Praline Sims. Yeah! Ich habe übrigens einen Tumblr, wo all mein Custom-Content verlinkt ist, beziehungsweise alles, was ich mir neu runterlade, alles davor kann ich leider nicht da hinzufügen. Aber ihr könnt dort gucken, was ich so ungefähr in meinem Spiel habe. Ich denke, sie trägt nicht so krasses Make-up. So finde ich das, denke ich, ganz schön. Gefällt mir sehr gut. Es ist sehr natürlich und ich denke, das passt ganz gut zu ihr. Auch mit Make-up ist sie noch ein Natural Beauty. Ich denke, ich finde das ganz schön und ich denke, das kann man auch ganz nice kombinieren noch mit einer Leggings oder so. Hab mich jetzt für die hier entschieden und die Jacke drüber. Ich finde, das sieht ziemlich nice aus. Es ist ein sehr nicer Look. Das gefällt mir richtig gut. Und ich denke, die Schuhe kann man gut dazu anziehen. Es ist ein eher winterlicherer Look oder vielleicht herbstlich oder so. Aber irgendwie gefällt es mir richtig gut. Ich kriege total die Vibes davon und ich will das locker auch so tragen. Mir gefällt sie richtig gut. Die Gene haben viel hergemacht. Yeah, ich bin sehr glücklich mit dem Endergebnis. Ich hoffe, euch gefällt das Sim auch. Und schaltet doch auch bei meinen letzten Videos ein. Und bei den nächsten natürlich auch. Denn in den letzten habe ich über Gott und die Welt geredet. Und in den nächsten werde ich das vielleicht auch tun. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden sehen. Bis dahin und tschüss!